Edi, ich richte eine Verbindung zwischen Ihnen und dem Kollektorenschiff ein. Sehen Sie mal, ob Sie was Nützliches aus den Datenbanken rausholen können. Datenübernahme wird durchgeführt, Shepard. Oh, das bedeutet nichts Gutes. Hier sind alle in Ordnung, Joker. Was ist gerade passiert? Plötzliche Energieüberlastung. Alles hat sich abgeschaltet, aber jetzt sind wir wieder da. Ich konnte den Großteil der Überlastung auf unkritische Systeme umleiten. Shepard, das war keine Fehlfunktion, es war eine Falle. Wir brauchen hier ein wenig Hilfe, Edi. Ich habe Probleme, die Verbindung aufrechtzuerhalten. Jemand ist im System. Verbindung wiederhergestellt. Ich muss erst den Download abschließen, bevor ich irgendwelche Systeme übernehmen kann. Dann sollten Sie sich damit beeilen, Edi. Sehen Sie mal, wir haben Gesellschaft. Auf der rechten Seite! Schilde sind ausgefallen. Kommen Sie schon, Edi. Machen Sie Dampf. Da kommt noch eine Plattform. Übernehme direkte Kontrolle. Sie werden den Schmerz erlernen, Shepard. Sie können uns nicht aufhalten. Und runter geht's. Ich zeige Ihnen wahre Macht. Meine Angriffe werden Sie zerreißen. Concussive shot, Red. Sie können sich nicht widersetzen. There we go! Los geht's! Shepard, Sie müssen meine Verbindung zu der Steuerkonsole manuell wiederherstellen. Ich habe die Kontrolle über die Plattform wieder übernommen, Shepard. Ich wusste, Sie lassen uns nicht im Stich, Edi. Ich arbeite stets mit maximaler Kapazität. Haben Sie, was wir brauchen?
Ich habe Daten gefunden, mit denen wir das Omega-4-Portal erfolgreich steuern können. Ich habe auch das turianische Notsignal gefunden, das für diese Falle als Köder eingesetzt wurde. Quelle waren die Kollektoren. Das ist ungewöhnlich. Für mich klingt es logisch, dass Sie die erste Nachricht als Köder gesendet haben. Nein, es ist ungewöhnlich, weil turianische Notsignalkanäle eine Sekundärverschlüsselung aufweisen, die aber bei dieser Nachricht fehlerhaft ist. Es ist unmöglich, dass der Unbekannte das Notsignal für echt gehalten hat. Warum sind Sie da so sicher? Ich habe die Anomalie in den Erkennungsprotokollen von Cerberus gefunden. Und die hat er geschrieben. Er wusste, dass das eine Falle war? Warum sollte er uns in eine Falle schicken? Wir haben jetzt keine Zeit für Schuldzuweisungen. Wir werden ihn fragen, wenn wir das hinter uns haben. Das ist kein guter Zeitpunkt, um zur Optimistin zu werden, Shepard. Nein, der Commander hat recht. Es muss eine andere Erklärung geben. Commander, wir haben da noch ein Problem. Das Kollektorenschiff fährt hoch. Sie müssen da raus, bevor Ihre Waffensysteme online sind. Ich werde nicht noch eine Norman defilieren. Ich habe nicht die volle Kontrolle über Ihre Systeme. Ich tue, was ich kann. Sende Koordinaten für die Shuttle-Abholung. Dann los, Abmarsch! Aber sicher. Understood. You got it. Bin direkt hinter Ihnen. Firing a high impact shot. Ihre Angriffe sind primitiv. Das tut Ihnen weh. Schwere Waffen. Seite des Raums.
funktioniert! Hostile! Jetzt kommt's! Hier ein Problem. Vorübergehender Ausfall von Firewall 3217. Leite Befehle durch Firewall 7164 um. Ich habe erfolgreich eine Tür in der Wand gegenüber geöffnet. Ich halte sie so lange wie möglich offen. Da unten, da sind wir reingekommen. Jetzt müssten wir bald draußen sein. Was das wohl ist? Kurzsichtig. Schwere Waffen. Das wird sie umwerfen. Gute Nacht. Schießen.
machen wir euch fertig! Wir haben keine Zeit mehr, Commander. Wir müssen hier weg. Sie haben den Mann gehört. Alle an Bord der Normandy. Los! Anschnallen, Leute! Diesmal muss sich der Feind richtig anstrengen. Ich kann dem Kerl nicht endlos ausweichen, Edi. Bringen Sie uns hier weg! Erbitte Zielangabe, Mr. Moreau. Ganz egal, nur weg von hier! In Ordnung. Aktiviere Masseneffektkern. Shepard, Edi hat anscheinend einige interessante Daten extrahiert, bevor das Schiff der Kollektoren wieder online war. Edi hat gesagt, das Notsignal kam von den Kollektoren. Sie haben uns hintergangen, wie ich es erwartet hatte. Wir sind im Krieg. Die Kollektoren verschleppen Menschen. Und jede vergeudete Sekunde hilft dem Feind, sich vorzubereiten. Ich weiß, worum es hier geht. Aber obwohl wir auf derselben Seite stehen sollten, kann ich Ihnen nicht trauen. Ohne diese Information erreichen wir die Heimatwelt der Kollektoren nicht. Und dann sind Sie und alle anderen Menschen so gut wie tot. Es war eine Falle. Aber ich habe auf Ihre Fähigkeiten vertraut. Und vergessen Sie Edi nicht. Damit konnten die Kollektoren nicht rechnen. Sie hätten mir von dem Plan erzählen können. Sie sagen, ich sei wichtig und tun doch ihr Möglichstes, mich umzubringen. Die Kollektoren mussten glauben, dass sie im Vorteil waren. Sie hätten die Wahrheit an vielen Details erkennen können, wenn ich sie vorher informiert hätte. Außerdem hätte ich sie nicht da reingeschickt, wenn ich Zweifel an ihrem Erfolg gehabt hätte. Ich setze meine Leute nicht aufs Spiel. Es gibt immer Alternativen. Sie mögen ihre derzeitige Rolle nicht. Würde mir auch so gehen. Aber die Fakten geben mir recht. Auch wenn Sie solche Entscheidungen vermeiden wollen, müssen sie getroffen werden. Aber viel wichtiger ist doch, es hat sich gelohnt. Edi hat unseren Verdacht bestätigt. Die Schiffe der Reaper und der Kollektoren benutzen ein neues System zur Freund-Feind-Kennung, das die Portale erkennen. Wir müssen lediglich so ein FFS in unsere Hände bekommen. Ich war gerade auf einem Schiff der Kollektoren. Warum haben Sie nicht gesagt, dass wir dort das FFS suchen sollen? Wie gesagt, Edi hat es gerade erst bestätigt. Außerdem hätten Sie zur Beschaffung nicht genügend Zeit gehabt. Aber uns bleiben andere Optionen. Ein Wissenschaftlerteam der Allianz hat kürzlich festgestellt, dass die große Kluft auf dem Planeten Klendagon in Wahrheit ein Einschlagskrater einer Massenbeschleunigungswaffe ist. Ein sehr alter Massenbeschleuniger. Ich habe ein Team auf die Suche nach der Waffe oder dem Ziel geschickt. Sie haben beides gefunden. Die Waffe war funktionsuntüchtig. Aber wir konnten den Flugweg des beabsichtigten Ziels rekonstruieren. Ein 37 Millionen Jahre alter verlassener Reaper. Wir fanden ihn beschädigt und im Gravitationsfeld eines braunen Zwergs gefangen. Sind braune Zwerge nicht im Prinzip Sterne, die es nicht geschafft haben? Einfach formuliert, aber korrekt. Es sind Gasgiganten, die nicht genug Masse haben, um Sterne zu werden. Rechnen Sie mit Stürmen und extrem hohen Temperaturen. Der Reaper hat ein Masseneffektfeld, das ihn im Orbit hält. Wahrscheinlich eine automatische Reaktion auf die externen Gefahren. Er ist stabil, aber sicher würde ich das nicht nennen.
Ich habe gesehen, was die Sovereign mit der Flotte der Citadel gemacht hat. Kaum vorstellbar, dass man etwas so Mächtiges überhaupt aufhalten kann. Das Schiff ist ein Relikt aus einem Krieg. Zu einer Zeit, als auf der Erde die Säugetiere ihre ersten Schritte gemacht haben. Von der Spezies, die geschossen hat, gibt es keine Spur mehr. Vielleicht war es ihr letzter Widerstand, bevor sie ausgelöscht wurde. Ich habe das Gefühl, wir werden nicht einfach reinschneiden und ein Päckchen abgreifen. Wir haben den Kontakt mit Dr. Chandanas Team verloren, kurz nachdem sie an Bord gegangen waren. Erste Nachforschungen brachten keinerlei Hinweise und es war zu riskant, weitere Ressourcen einzusetzen. Aber jetzt brauchen wir das FFS. Ich sende Joker die Koordinaten. In der Zwischenzeit sollten Sie Ihrer Crew sagen, dass ich Ihr Leben nicht grundlos aufs Spiel gesetzt habe. Das würde das weitere Vorgehen erleichtern. Edie, versammeln Sie die Crew, wir haben viel zu besprechen. Natürlich, Shepard. Der Unbekannte hat uns also nicht verkauft. Ich hätte es fast geglaubt. Hat uns belogen. Uns benutzt. Brauchte Zugriff auf die Datenbanken der Kollektoren. Notwendiges Risiko. Es gab wirklich keine andere Möglichkeit. Hoffen wir mal, dass dieses FFS funktioniert. Meine Analyse ist korrekt, Shepard. Ich habe auf Basis der Navigationsdaten aus dem Schiff der Kollektoren auch die ungefähre Position ihrer Heimatwelt ermittelt. Das kann nicht stimmen. Edie macht keine Fehler. Die Heimatwelt der Kollektoren befindet sich irgendwo im Kern der Galaxie. Kann nicht sein. Im Kern sind nur schwarze Löcher und explodierende Sonnen. Es gibt dort keine bewohnbaren Planeten. Könnte etwas Künstliches sein. Eine Raumstation. Geschützt von starken Masseneffektfeldern und Strahlungsschilden. Nicht mal die Kollektoren verfügen über die dazu nötige Technologie. Die Kollektoren sind nur Handlanger unseres wahren Feindes. Und wir haben alle gesehen, wozu ihre Meister fähig sind. Sie haben die Massenportale und die Citadel gebaut. Wer möchte behaupten, dass es ihnen unmöglich ist, eine Raumstation inmitten von schwarzen Löchern zu errichten? Kein Wunder, dass noch nie jemand von einem Sprung durchs Omega-4-Massenportal zurückgekehrt ist. Die logische Schlussfolgerung ist, dass es auf der anderen Seite des Portals eine kleine Sicherheitszone gibt, in der Schiffe sich aufhalten können. Die üblichen Protokolle für den Portaltransit wären nicht sicher. Abweichungen von mehreren tausend Kilometern sind dabei normal, und das wäre im Kern der Galaxie fatal. Die Reaper FFS setzt im Portal wahrscheinlich verschlüsselte und weitaus fortschrittlichere Protokolle in Kraft. Nur weil wir den Kollektoren durch das Portal folgen können, bedeutet nicht, dass wir sie auch besiegen. Ich will erst hinterher, wenn ich weiß, dass wir dazu bereit sind. Früher oder später brauchen wir das FFS sowieso. Warum also warten? Es ist ein verlassener Reaper. Was ist, wenn die Kollektoren auf uns warten? Bevor wir dieses Risiko eingehen, sollten wir erst unser Team verstärken. Je mehr Leute wir auf unserer Seite haben, desto höher sind unsere Erfolgschancen. Wir müssen weiterhin das Team verstärken. Es ist Ihre Entscheidung, Commander. Wie sie auch ausfällt, wir stehen hinter Ihnen.